bin Micha, ich studiere Maschinenbau im Bachelor an der TU Ilmenau. Im Maschinenbaustudiengang lernen wir im Grunde alles. Also wir sind sehr breit gefächert und haben dadurch auch die Möglichkeit, uns später zu spezialisieren, gerade im Master. Man kriegt sehr viel mit aus allen Fakultäten, man lernt sehr viel. Ich habe mich für den Maschinenbaustudiengang an der TU Ilmenau entschieden, weil ich in das Basic-Programm reingekommen bin. Die Basic Engineering School ist ein innovatives Projekt an der TU Ilmenau, um den Studieneinstieg zu erleichtern und einen hohen Praxisanteil in den ersten zwei Semestern zu bieten. Man sollte schon ein gewisses mathematisches Verständnis mitbringen, weil im Grunde basiert der komplette Studiengang auf Mathematik. Spaß an Naturwissenschaften und die Freude am Schaffen von Dingen. Wir können ja schon ab dem fünften Semester eine Vertiefungsrichtung wählen. Bei mir ist das Produktionstechnik geworden, gerade wegen additiver Fertigung, die ich jetzt auch in der Bachelorarbeit bearbeite. Maschinenbau ist allgemein immer relevant. Solange es um Fertigung geht, um das Produzieren von Gütern, wird immer ein Maschinenbauer gebraucht. Der Master setzt im Anschluss zum Bachelorstudium an, um einem nochmal die Möglichkeit zu geben, sich wirklich zu vertiefen und auf das zu konzentrieren, was man auch machen möchte. Es gibt eine Menge Dinge, die ein echter Ilmenauer Student gemacht haben muss. Zum einen die erste Woche mitnehmen, genauso wie die Bergfestwoche und im Grunde Spaß haben neben dem Studium. Eines der Highlights war zum einen der Abschluss von der Basic Engineering School mit der Fertigstellung unseres Miniaturtransporters. Zum anderen ist im Grunde immer wieder ein Highlight das Ende der Klausurphase, weil dann die Arbeit vorbei ist. Maschinenbau ist im Grunde wie ein anstrengender Run im Parcours, in dem man verschiedene Hindernisse überwinden muss und jeder findet im Endeffekt seinen eigenen Weg. Mein Studiengang Maschinenbau in drei Worten: herausfordernd, präzise und zufriedenstellend.